so freuen, nämlich hat einen Stand von Spyderco verschlagen. Da gibt es auch ein paar Neuheiten. Hier haben wir das Perrin. Schönes ja 2,5 Fingermesser. Mit dem Lanyard dran wird es mir auf jeden Fall noch besser gefallen. Gibt es einmal in der Variante und dann wo ist das mit. Ah, hier. Und dann haben wir es hier mit einer unbeschichteten Klinge. Ganze kommt mit einer Scheide, kein Kydex, sondern Boltron oder Bolthron heißt die, Sowas, ja. das in der Richtung. Ist relativ ähnlich von den Eigenschaften her. Lässt sich auch warm formen. Und ja, Messer sitzt dann richtig fest da drin. Wie gesagt, Griff ist hier drauf, drauf geschweißt, mehr oder weniger. Kommt quasi, also das Messer wird quasi in die Form gelegt und dann wird der Griff quasi darum geformt. Dann haben wir hier ja auch zwei weitere Messer mit einer interessanten Klingenform, eher ungewöhnlich. Liegen aber Spyderco-typisch wieder richtig gut in der Hand. Ja, Einsatzzwecke, ist das eine Aufbruchklinge? Könnte es sein. Hier so eine Mini-Bowie-Form. Ich finde hier an den Messern, klar, Spyderco-Loch ist Markenkennzeichen, aber hier sind so ein bisschen deplatziert, finde ich. Insbesondere hier, wo er das Loch so ein bisschen schon fast in den Anschliff hier reingeht. Ganz interessant auch das hier. Das kommt hier in einer Scheide, die ist aus Spritzguss. Sitzt da richtig gut drin. Geil dran ist, das Messer passt sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung rein. Hinten natürlich einen Gürtelhalter, den ich verstellen kann. Ich kann das Ganze umbauen. Wir haben hier einen VG10 Stahl. Wirklich super dünner Slicer. Griff aus FAN. was FRN, ja. Fiberglass Reinforced Nylon. Nylon, genau. Danke, Sigi. Wirklich schönes, flaches Messer. Oben noch ein Jimping hinten drauf. Ja, und dann kommen wir mal zu den Foldern hier. Hab ich euch mal drei rausgesucht. Fangen wir direkt mit dem teuersten an. Verkaufspreis liegt bei 650 Euro. Eine ganz, ganz spezielle Klingenform. Ja, extrem krasser Hohlschliff hier drauf. Geile Action. Voll Titangriff. Hat auch ordentlich Gewicht. Also für ein Titanmesser echt schwer. Ja, und dann haben wir hier zwei Modelle. Einmal das, ja, wie gesagt, mit den Namen bin ich nicht so firm. Wir haben hier einen CPM Magna Cut drauf. Wie gesagt, der Stahl, dieses Jahr ein Highlight auf der Messe. Wird bei immer mehr Messern verbaut. Das ist ein High-End-Stahl. Und hier haben wir das Ganze nochmal in dem geilen Grün, richtig schön grün, giftig mit dem LC200N Stahl, ein sehr ja, korrosionsbeständiger Stahl. Auch der Magna Cut ist korrosionsbeständig. Messer, die eher auch tatsächlich auch für Taucher geeignet sind, wusste ich nicht. Die Farben hier behalten auch noch tief unter Wasser ihre Leuchtkraft und man kann sie erkennen, sagst du mir gerade, wenn ich ein Messer mit einem roten Griff nutze und tauche damit, wird das irgendwann violett und verschwindet quasi. Und das, wenn es einem aus der Hand fällt, was natürlich nicht passieren sollte, sieht man auch noch unter Wasser. Hat irgendwie mit dem Farbspektrum, mit der Lichtbrechung unter Wasser zu tun. Vielleicht der Stahl ist ein anderer vielleicht. Also. Beide hier mit dem Backlog. Ja, FRN-Griffschalen, richtig schön. Der Spyderco Pocket Clip. Schöne Messer. So, jetzt hat es mich endlich mal wieder an den Stand von Nightcore verschlagen. Ihr wisst ja, Nightcore, langjähriger Partner von mir. Zu den Kopflampen kommt dann demnächst nochmal ein Video separat. Da habe ich noch ein bisschen was vorgestellt. Jetzt schauen wir uns mal aber die Highlights an für mich auf der Messe hier. Bei mir ist der Nikolas. Das ist der Vertreter von, Juniorchef von KTL, ne? Dem deutschen Distributor von Nightcore. Und ja, der stellt uns mal die Nightcore EDC 27 vor und noch ein paar neue Powerbanks, die es auf dem Markt gibt. Unsere neue EDC 27, zuletzt ausgezeichnet in Las Vegas auf der SHOT Show als beste EDC-Lampe der Show. Wir haben endlich mal ein schönes, mattes, raues Finish, ein bisschen was anderes als die zylindrische Lampe.
Ein eingebauter 1700 mAh Akku liefert uns in dieser Lampe schöne 3000 Lumen Leuchtleistung. Bedient wird die Lampe mit einem 2-Stufen-Heckschalter und einem eingelassenen Turboschalter. Festdrücken zum Ein- und Ausschalten, leichtes Tippen der Lampe zum Durchschalten und letztlich im Turbo-Modus, ich halte mal hier hin, gehen wir auf die 3000 Lumen Leuchtleistung. Ja, wenn ich es durchdrücke, in den Stroboskop. Ja, das macht keinen Spaß mehr hier. Zum Sperren der Lampe, es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Lampe zu sperren, halten wir den Schalter gedrückt. Wir gehen in Lockout 1, in den Lockout 2. Im Lockout 1 haben wir immer noch Zugang zu unserem Turbo-Modus und den 3000 Lumen Leuchtleistung. Im Lockout 2 haben wir die Lampe komplett gesperrt. Ja. Preispunkt von der Lampe nochmal? Preispunkt ist zu 109 Euro UVP. Ja. Also verhältnismäßig ganz feine Leistung. Vor allem für, wie gesagt, 3000 Lumen ist echt stramm. USB-C Lader, baut jetzt überall nur USB-C Lader dran. Ja. Das finde ich richtig gut. Und ja. Auch um euch nochmal die Angst zu nehmen, intern verbaute Akkus. Ich habe Lampen von Nightbox schon seit Jahren im Einsatz. Da passiert nichts mehr. Das ist nicht mehr die Akkutechnik von vor 10 Jahren, genau, wo die Akkus hochgegangen sind, wo man gehört hat, dass irgendwelche Samsung Galaxies explodiert sind oder sonst was. Da sind wir schon lange drüber weg bei dem Zeitpunkt. Lithium-Ionen-Akkus sind mittlerweile in der Generation viel, viel weiter, die Lampen halten. Und wenn es doch mal was gibt, auf die Lampe ist Garantie drin. Richtig. Und zur Not schickt man die ein, dann wird auch mal so ein Akku nochmal ausgetauscht. Genau, 2 Jahre Garantie sowieso. Beim festverbauten Akku gehen wir eher darauf, dass wir die Lampe komplett austauschen. Okay. Nicht unbedingt auf den Austausch des Akkus. Für euch als Benutzer natürlich umso feiner. Sollte dann doch mal was sein. Okay, super. Jo, gehen wir rüber zu den Powerbanks. Ja. So, wie auch schon letztes Jahr, einfach der absolute Klassiker, der absolute Renner ist unsere MB 10.000. 10.000 mAh Powerbank. Schönes Carbon-Finish und Carbon-Elemente im Gehäuse. Hat einen USB-C-Output mit 20 Watt Leistung. Anders als bei vielen anderen Powerbanks haben wir hier auch einen Low-Current-Mode für Geräte, also die einen besonders niedrigen Stromdurchsatz haben, besonders spannend, da einfach da Powerbanks anderer Hersteller im Betrieb einstellen und eben nicht mehr aufladen. Genau, habe ich mich bei anderen, die schalten dann einfach irgendwann ab und dann wunderst genau. Dich, wenn du 3 Stunden später wieder kommst und dein Gerät nicht beladen ist. Ja. Ja, genau. Was jetzt neu gekommen ist, ist die Summit 10.000 von Nightcore. Wir haben ein vollständiges Carbon-Gehäuse, die technischen Features sind erstmal dieselben. Einzige Ausnahme ist ein Temperatursensor in der Powerbank. Wir haben hier die Möglichkeit, bei einer Außentemperatur von bis zu minus 40 Grad und einem nahezu identischen Artikelgewicht zur normalen MB 10.000, hier nämlich von 175 Gramm, immer noch die Möglichkeit, 70% unserer Ladeleistung zu liefern. Richtig cool, ja. Genau, technischen Features sind weiter dieselben. Low Current Mode, 10.000 mAh Ladeleistung, USB-C mit 20 Watt, normaler USB-Anschluss für den, der es braucht. Gelöst wird das Ganze durch so ein kleines Hitzepad oder so, das innen drin den Akku aufwärmt. Genau, in der Powerbank ist ein Temperatursensor. Wir haben die Möglichkeit, den beigefügten Temperaturisolierbeutel zu benutzen zum Verstauen. Das ist eine ganz normale Isolierung wie in der Kältetasche. Mhm. Das ist eine sehr feine Sache, absolut branchenführend mit 70% verbleibender Ladekapazität bei extremen Temperaturen. Also hier bewegen wir uns im Bereich der Powerbanks definitiv im High-End-Bereich. Ganz klar. Spiegelt sich dann auch so natürlich ein bisschen im Preis nieder. Ich glaube, die liegt jetzt hier bei 129. Genau. Ja, ist natürlich schon für eine 10.000er Powerbank ein ordentlicher Preis, aber wenn man natürlich die Anwendungsfall hat und es braucht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Genau, für den, der es nicht braucht. Ja, definitiv dann zu der greifen. Bleibt bei die habe ich jetzt auch schon seit 2 Jahren im Einsatz, habe sie jetzt auch die ganze Zeit im Rucksack mit dabei. Perfekt, um jetzt die GoPro, die Actioncam, mit der ich gerade filme, parallel aufzuladen, während man hier rumläuft und ja mit USB-C und USB-A Ausgang. Ja, alles, was man braucht. Genau. Ja, der Nikolaus muss noch ein bisschen andere Kunden versorgen. Ich zeige euch jetzt mal noch die Neuheiten, die jetzt wahrscheinlich dieses Jahr kommen werden. Ob die es dann tatsächlich in das Produkt rein schaffen von KTL, muss man sehen. Wir haben hier Mosquito Repellents in verschiedenen Größen. Einmal ja die Camping-Variante eher so oder für den Gartentisch. Die arbeiten sowohl mit diesen Blättchen von Thermacell, also es wird genau der gleiche Wirkstoff und die gleichen Blättchen hier verwendet. Und zusätzlich haben die noch einen Ultrasound drin, also eine ganz hohe Frequenz, der die Moskitos auch nochmal vertreibt. Gibt es in verschiedenen Größen. Einmal hier ein Handgerät mit einem integrierten Akku. Dann hier, das sieht dem Thermazellgerät sehr ähnlich, auch ein Handgerät, das mit 18650 Batterien funktioniert, die man einlegen kann. Hier seht ihr das nochmal, 25 kHz und 40 kHz Ultrasound. Und dann haben wir hier kleinere Geräte, die sind eher dann gedacht für den Wanderer.
nicht so sehr unbedingt, um das Ganze auch während des Wanderns zu nutzen, denn diese Dunstglocke, die sich bildet, naja, die würde man ja quasi immer hinter sich lassen. Aber so kann man sie an seiner Ausrüstung befestigen, hat einen internen Akku, 1800 mAh, der wahrscheinlich so für ein, zwei Abende locker reicht. Wenn man es noch kleiner, noch handlicher haben will, hier der EMR05, der hat keinen Akku verbaut. Hier muss ich also eine Powerbank dran anschließen. Aber wenn ich zum Beispiel ja eine Powerbank sowieso mit habe, um mein Handy, meine Kamera etc. zu laden, ja, dann kann ich abends auch nochmal für ein paar Stunden ja den kleinen Moskitovertreiber hier anschließen und ja, bin somit safe geschützt. Eine weitere Neuheit versteckt sich hier unter dem Tisch. So ein kleiner R2D2, der hier angerollt kommt. Eine neue Powerstation aus dem Hause Nightcore. Hat auch wieder super viele Anschlüsse dran, alles was man braucht, was man möchte. 2x12 Volt Ausgänge. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeschaut. Die haben 2 USB-A, 2 USB-C Ausgänge. Bluetooth ist scheinbar verbaut, damit man die Powerstation entsprechend steuern kann. Verbaut sind hier tatsächlich noch Lithium-Ionen-Akkus. Das Ganze wiegt um die 20 Kilogramm. Schönes, kompaktes Design, ähnlich wie so ein Heimrechner. Ja, und auf der Rückseite haben wir dann den 230 Volt Bereich als Ausgang. Und ich vermute, hier wird man wahrscheinlich nochmal eine externe Batterie, zusätzliche Batterie mit anschließen können. Das kommt aber erst dieses Jahr auf den Markt. Hier haben wir einen ersten Prototypen stehen. Zu schwer. 64 Gramm. Weit entfernt vom möglichen Zielgewicht von 50 Gramm. Ja, Neuheiten gibt es dieses Jahr. Die Silky Nata, jetzt in der Outback Edition, ja? Ja. Hier mit einem schwarzen Coating. Da experimentiert Silky gerade so ein bisschen mit. Das geht dann besser durchs Holz durch. Das Ganze wieder rattenscharf. Griff ist weiterhin aus einem Gummi, lässt sich abmachen. Einfach auch eine dämpfende Wirkung für die Schläge etc. Und ja, der Grip ist halt einfach phänomenal. Geht halt durch die Butter. Geiles Teil. Freunde, ich bin eine Halle weitergekommen am Stand von EG Grenade. Ja? Und die machen eigentlich hauptsächlich ja Rauchgranaten, Rauchcontainer etc. Signalrauch, um ja im Notfall gerettet werden zu können. Ganz interessantes Zeug, aber ich bin kurz stehen geblieben, weil demnächst das Produkt hier auf den Markt kommt. Ein Ultimate Match, hier seht ihr es ausgepackt, wird dann verkauft im Set von 3. Preis konnte ich mir noch nicht nennen. Vermutlich bekomme ich auch mal demnächst eins zugeschickt. Das Ganze ist wie nenne ich es? Eine Rauchgranate ist es ja nicht, sondern eine Feuergranate. Ich ziehe dran, es kommt eine heiße Flamme raus für 60 Sekunden, brennt dabei bei 600 bis 700 Grad ab und damit könnt ihr dann wahrscheinlich jedes Feuer entzünden. Wie gesagt, wird im Set von 3 dann verkauft. Ich versuche es mal für euch ranzubekommen und vielleicht gibt es dann mal dazu im nächsten Video zu sehen. So, die Nextorch TH30 kennt ihr noch, die hatte ich vor etlichen Jahren schon mal gezeigt gehabt. Die hat mittlerweile schon einige Überarbeitungen bekommen. Wir haben hier die Nextorch TH30C, 18650er Akku drin. Ihr seht hier den FA1 Ring, der passt hier drauf, der am Lampenkopf. Das Ganze ist jetzt ein bisschen dunkler gehalten, nicht mehr das helle reflektierende Silber. Glasbrecher weiterhin dran. 1600 Lumen im Turbo-Modus und natürlich auch im Strobo. Das Ganze gibt es aber nochmal eine Ecke größer in der TH30C Max.
Da haben wir dann den 3000 Lumen. Wir haben einen 21700er Akku drin verbaut. Auch der Schalter hier oben ist nochmal verändert worden. Ist jetzt ein Hartgummi, ein Hartplastik. Von der Bedienung her hat sich da nicht sonderlich nichts geändert. Das ist über den Drehring immer noch gleich. Das heißt, ich bin im taktischen Modus, antreten, habe volle Leistung, durchdrücken, Turbo. Dann kann ich über den Drehring die verschiedenen Modi durchschalten bis zum Strobo und wenn je nachdem, wo ich bin, immer noch mal durchdrücken und dann bin ich auch noch mal im Strobo mit drin. Zusätzlich hier oben noch mal ein schöner LED-Ring. Ihr habt jetzt gesehen, hat blau geleuchtet. Das bedeutet 75% Akku. Wenn er blau blinkt, habt ihr noch 50% drin und dann gibt es noch einmal ein rotes Licht. Dann ist Zeit nachzuladen. Dann sind nur noch 25% drin. Kleines Highlight für mich am Stand hier. Dann haben wir hier noch eine schöne kleine Lampe, die Nextorch TH20. Schönes handliches Format. Was hat die an Lumen nochmal? 1000 Lumen. 25 runterreduzierbar. Und auf 25 runterreduzierbar. Hat verschiedene drei Modi. Einmal einen Lock-Modus, hier mechanisch ausgesperrt. Da kann in der Tasche nichts angehen. Dann haben wir den normalen Modus für den Hausgebrauch. Kann ich sie anschalten und durch leichtes Tippen dann entsprechend durchschalten, bis ich zum Turbo komme. Und dann gibt es nochmal den taktischen Modus. Genau wie da bei der TH30. Leicht drücken, der Turbo. Durchdrücken der Strobo. Darin ist ein CA123A Akku, den kann ich rausladen und über Micro-USB laden oder USB-C? Noch ist mit. Micro-USB, jawohl. Aber die werden wahrscheinlich auch demnächst dann umgestellt auf USB-C, ne? Ja. Natürlich war es auch Zeit, bei Carinthia vorbeizuschauen. Hier sehen wir den Nikolaus, den Product Manager von Carinthia, der mir hier ein neues Poncho-System vorstellt. Das Ganze in einem eigenen Camouflage-Muster von Carinthia. Das nennt sich Carinthia Camo, wer hätte es gedacht? Optimiert für die österreichische Berglandschaft, dort wo Carinthia eben herkommt. Ihr seht hier, der Poncho hat eine schöne große Kapuze, lässt sich mit diversen Kordelzügen und Gummizügen anpassen, schön an die Kopfform, auch so, dass ein Helm drunter passen würde. Auf der Vorderseite haben wir eine schöne große Brusttasche, diese stellt aber auch gleichzeitig den Packsack dar, ein Teil weniger, was man verlieren kann. Anfangs habe ich erwähnt, es ist ein Poncho-System, das heißt, es ist nicht nur ein Poncho. Das Ganze kann man natürlich einfach auch als Decke nutzen, Picknickdecke oder einfach um sich so zuzudecken, zum Beispiel in der Hängematte. Ich kann es aber auch zu einem Schlafsack umbauen und zwar mit dem Reißverschluss, der dran genäht ist. So habe ich schon mal einen Deckenschlafsack und dann kommt nochmal eine extra kleine Pouch zum Einsatz. Dort befindet sich dann das Kopfteil des Schlafsacks drin, sodass ich quasi damit einen vollständigen Schlafsack herstellen kann. Geeignet ist das Ganze für Plusgrade. Ich würde mal vermuten, so ab 5 Grad von der Dicke her kann man es durchaus einsetzen. Auch vielleicht einen Notschlafsack, wenn man ihn so mitnehmen will. Richtig cool finde ich auch, dass am Kopfteil sogar noch ein Moskitonetz integriert ist, das mich dann auch vor den Plagegeistern schützt. Das ganze Material außen extrem stark wasserabweisend durch eine DWR-Beschichtung und verfügbar wird es sein ab Herbst diesen Jahres. Ja, bei Helikontext, leider keiner da, mir die Neuheiten zu zeigen. Was ich gerade entdeckt habe, ist diese Jacke hier. Vom Außenstoff her so ähnlich wie die Tramontane oder wie das Windrunner-Shirt. Eine Wendejacke, das heißt hier zwei verschiedene Camo-Materialien. Und ja, aber auch dafür noch leicht gefüttert. Finde ich ganz nice. Und drüber eine schöne Weste, schönes Vlies. Macht auf jeden Fall was her. Auf dem Weg durch die Messehallen haben wir hier noch einen kleinen Stand entdeckt. Und zwar haben wir hier die Outdoor Lifestyle Group und zwar mit EDC Gear. Die bieten ja diverse Holster an, ja, für die Pocket, für die Tasche, um euer Gear zu verstauen, um es an den Gürtel zu bringen. Schöne kleine Option, auch teilweise mit einem schönen kleinen Clip dran, um es ja an der Tasche oder am Gürtel noch zu befestigen. Ja, schöne Option. Das Logo finde ich auch ganz gut. Preisrange liegt so ja zwischen 29 bis 49 Dollar. Muss man schauen, wie das dann tatsächlich im Euromarkt ist. Noch gibt es keinen deutschen oder europäischen Distributor. Sind gerade im Januar erst damit rausgekommen. Kommen eigentlich aus dem Bereich der Pistolenholster. Ja, und sind jetzt unterwegs auf dem EDC-Markt. Hochwertiges Leder, das aus den USA kommt. Und das Ganze wird dann ja in Mexiko verarbeitet.
Jetzt sind wir nochmal am Stand bei Tasmanian Tiger. Neuer interessanter Rucksack, der Survival Pack heißt da, glaube ich. Preisbereich gleich vorab 180 Euro und komplett mit den ganzen Taschen hier, die werden alle mitgeliefert. Die sind alle mit diesem semi-transparenten Stoff. Ich kann das Ding aufklappen und sehe direkt, was alles drin ist. Ich kann alles beschriften. Ja, gedacht so ein bisschen als Bug-Out-Bag, ja, Survival-Rucksack. Selbst die orange Flappe hier kommt nochmal mit. Stabile Griffe an den Seiten. Natürlich vom Tragesystem hier ein bisschen einfacher gehalten. Aber natürlich ja auch hier nochmal Schnallen dran, um ihn schnell abwerfen zu können. Auch hier auf der Außenseite haben wir nochmal ein paar schöne große Patchflächen dran. Einen großen Griff, um ihn schnell aufreißen zu können. Ja, außen ein paar Reißverschlussfächer, um flache Sachen nochmal zu verstauen. Sehr schön. Ja, Pentagon ist auch wieder vertreten. Eine Marke, die ich irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte letzten Jahre. Erik hat gesagt, ich soll mal hier vorbeischauen. Ja. Und hier haben wir gleich eine schöne Serie von Hosen. Das ist alles die Renegade-Serie. Quasi für 4 Jahreszeiten ist alles abgedeckt. Wir haben hier in der Mitte eine Hose mit so einem Softshell-Gewebe, innen drin auch nochmal leicht gefliest, schöne aufgesetzte Taschen, große Beintaschen hier. Wir können Kniepolster nochmal von innen einfügen. Dann eher was Leichteres auch zum Wandern, sehr viel Stretch-Anteil, die hier. Vom Taschendesign ist das alles ähnlich. Ist halt wie gesagt ein wesentlich dünneres Material, ist aber mit einem DWR-Coating beschichtet, so leicht wasserabweisend. Dann haben wir hier eine Hose in einem Canvas-Stoff, Canvas-Material. Robuster, keine stretchy Parts, vielleicht eher was fürs Lagerleben, wenn man dort viel am Bushcraften ist. Hier tatsächlich so ein Mittelding. Wir haben hier den robusten Canvas Part im Kniebereich, auch da kann ich nochmal Polster einfügen, aber im oberen Bereich dann hier wieder ein stretchy Material, sodass man ja schön in die Hocke gehen kann, es reißt nichts. Wie gesagt, Taschendesign hier gleich. Auch vom Preispunkt her bin ich sehr überrascht. Die liegen alle, also so konnte ich nicht genau sagen, aber so im Bereich 90 bis 100 Euro, das ist absolut bezahlbar. Hier bezahlt man keinen teuren Markenname. Also wenn ihr auf der Suche nach einer schönen Hose seid, schaut mal bei Pentagon vorbei. Vielleicht ist das ja was für euch. Ja, und das Ganze gibt es natürlich auch nochmal für den Sommer in einer kurzen Version. Hier nochmal die Hose, die wir eben als letztes gesehen haben, mit dem robusteren Material hinten am Hintern, wenn man drauf sitzt. Und vorne dann dieses etwas stretchigere Material. Das war die IWA 2023 aus Nürnberg. Für mich geht es jetzt wieder ab nach Hause. Ich hoffe, für euch waren vielleicht ein paar interessante Sachen mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben, Kanal abonnieren, auf jeden Fall kommentieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier. Dein Baldon. Ciao. Ich bin Ernst Gott. Wow, nach über 5 Stunden bin ich jetzt endlich zu Hause angekommen. Ich hoffe, du bist noch dran geblieben, denn es gibt natürlich noch eine Kleinigkeit zu gewinnen. An den Messeständen gab es neben den Neuheiten noch das ein oder andere kleine Goodie. Coole Patches, Gadgets, ja, ich habe ein schönes Paket zusammengestellt. Das kannst du gewinnen. Um dran teilzunehmen, musst du einfach unter beiden IWA-Videos kommentieren, was jeweils dein Highlight aus dem Video war. Ja, und schon bist du im Lostopf. Das Ganze läuft ab Veröffentlichung dieses Videos. Eine Woche, ich los dann aus und benachrichtige den Gewinner wieder über eine Antwort auf seinen Kommentar. Also definitiv immer wieder bei YouTube reinschauen, ob dann eine Antwort von mir da war. Genau, das war's. Ich bin jetzt endgültig raus. Macht's gut, bis bald. Ciao.